Die Schauspielerin Friederike Becht besucht als Adveniat-Botschafterin ein Schulprojekt in Uruguay. Mit dem Lateinamerika-Hilfswerk setzt sie sich für die Menschen ein, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. En la radio yo escuché que hay unas personas que dicen que el agua de Uruguay era la más rica del mundo, la mejor, y ahora no saben qué decir, porque estamos teniendo problemas con el agua que es salada. In dem Adveniat-Projekt der Stiftung Fundación Sofía werden Schülerinnen und Schüler aus armen Familien für den Umwelt- und Klimaschutz sensibilisiert. Heute wird im Schulgarten neues Gemüse gepflanzt. Der Dünger kommt aus dem schuleigenen Kompost. Gegossen wird jedoch nur selten und nicht mit Leitungswasser, denn die Menschen in Montevideo leiden zurzeit unter einer historischen Dürre und damit verbundenen Trinkwasserkrise. Ich bin sehr dankbar, dass ich das sehen durfte, wie die Schüler hier aus Müll Biogas machen, dann damit kochen. Ich habe jetzt gerade Kakao bekommen, den sie gemacht haben. So sind die Kinder lernen irgendwie mit den Ressourcen dieser Welt direkt umzugehen. Der Biomüll, der in der Schulkantine entsteht oder den die Kinder von zu Hause mitbringen, wird hier zu Biogas umgewandelt und dann zum Kochen in der Schule benutzt. So lernen die Kinder schon früh einen geschlossenen Naturkreislauf kennen. Das finde ich total toll und möchte ich eigentlich auch an den deutschen Schulen mal empfehlen, so ein Projekt zu starten. Und ich bin froh, dass ich das gesehen habe, wie hier nachhaltig mit der Erde umgegangen wird und das schon sehr, sehr früh den Kindern beigebracht wird. Naturkatastrophen nehmen weltweit zu. Gemeinsam gegen den Klimawandel. Spenden Sie jetzt. Adveniat für die Menschen in Lateinamerika.